Hallo und herzlich willkommen zu Age of Empires 4, Cast Nummer 231. Wir schauen nochmal bei Lash vorbei, denn der spielt die Zivilisation, die uns noch fehlt von den Patch Notes, nämlich das Delhi-Sultanat. Sein Gegner ist irgendein chinesischer Spieler, spielt die Osmanen. Der Text heißt irgendwas mit Schafen, dass er ein Schaf verloren hat und jetzt dafür 8 Schafe möchte. Irgendwie sowas, ich verstehe es nicht ganz, aber gut. Ist am Ende nicht so relevant, auf jeden Fall, das ist ein weiteres Ranglistenspiel. Wir haben direkt die Steine und direkt eine Militärschule für die Osmanen. Ja, aber der interessante Part hier ist natürlich das Delhi-Sultanat. An dem hat sie mich auch einiges getan, gerade für die Feudalzeit. Nämlich vorneweg eins der Kernelemente von Delhi, das Upgrade für die Heiligkeit, das man in der Moschee erforschen kann. Das gibt jetzt weniger Gold. Nur noch plus 25% statt vorher plus 50. Das heißt, man bekommt 125 Gold pro Minute pro geweihte Stätte anstatt 150. Dass es eben nicht mehr ganz so extrem ist. Schwächt dafür entsprechend natürlich auch das Delhi-Sultanat. Und als Kompensation dafür hat das Delhi-Sultanat jetzt einen anderen Reiter. Der wurde dann auch entsprechend umbenannt in Ghazi Raider. Hat einen, ich weiß nicht, was als Waffe da ist. Mace ist ein, ist das ein Streitkolben? Ich glaube schon. Auf jeden Fall, der ist teurer als normaler Reiter, kostet 110 Nahrung und 30 Holz, also 10 mehr auf beide Ressourcen. Hat dafür auch mehr Hitpoints. Am Anfang 15 mehr, am Ende 20 mehr. Skaliert natürlich auch mit dem Zeitalter. Macht auch entsprechend mehr Damage. Hat Bonusschaden gegen schwer gepanzert. Aber ein bisschen langsamere Attack Speed. Also macht etwas langsamere, dafür kräftigere Angriffe. Und hat ein bisschen längere Ausbildung. Also ist rundum einfach ein stärkerer Reiter, mehr oder weniger. Mit eben dem Bonusschaden gegen schwer gepanzerte Einheiten. Das soll entsprechend dem Delhi-Sultanat in der Feudalzeit helfen. Dann gab es noch ein paar Textanpassungen, dass eben der Komplex des Verteidigers entsprechend auch wiedergibt im Text, dass er die Zeitalteranforderungen quasi negiert. Also der kann alles aus allen Zeitaltern erforschen. Dann wiederum, dass der Glaubensturm als Moschee fungiert. Wurde jetzt auch mit in den Text gepasst, stand anscheinend vorher nicht mit drin. Dann gab es noch eine Anpassung an den Elefanten. Die haben jetzt anderen Belagerungsschaden, beziehungsweise das ist jetzt so. Die hatten ursprünglich einen Belagerungsstoßzahn als eigene Waffe. Das ist jetzt aber einfach der Nahkampfangriff, den sie im Normalfall auch haben. Und der macht entsprechend Bonusschaden gegen Gebäude. Hat, ja, am Ende die gleiche DPS, wie vorher die Belagerungswaffe hatte. Das gilt für beide Elefanten, so für den Kriegselefant als auch für den Turmelefant. Ja, dann gab es da noch eine Anpassung, dass die Angriffspriorität für den Elefanten jetzt auf Einheiten zielt, anstatt auf Gebäude, dass sie also nicht automatisch Gebäude angreifen, sondern sich zuerst um Einheiten kümmern. Ja, das sind so die Hauptdinge, das war aus dem großen Patch der Part fürs Delhi-Sultanat. Es gab dann direkt ja noch den kleinen Patch hinterher. Und da wurde nochmal ein bisschen angepasst, nämlich da wurde der Glaubensturm tatsächlich nochmal ein bisschen umgebaut. In dem Fall gibt es da nicht mehr den Nerf auf die Produktionsgeschwindigkeit, wenn man daraus Gelehrte baut. Also die 50%, was man da nur an Baugeschwindigkeit hatte, die sind jetzt weg. Und dafür ist aber der Gold, die Goldersparnis, die man bei den Gelehrten hat, ein bisschen kleiner geworden, von minus 65 Gold auf minus 50 Gold. Also wurde ein kleines bisschen angepasst. Und dann noch im Haus des Lernens, die Tragerkapazität beim einen Upgrade wurde von 5 auf 10 verdoppelt. Das Upgrade wurde in der Zeit auch ein bisschen reduziert. Und das ist die Heilung von, das Heilungsupgrade, ich bin gerade nicht sicher, was es ist. Das heißt Tranquil Venue Technology. Das müsste das von den Moscheen sein. Auf jeden Fall, das wurde genervt. Das sind die Parts aus dem kleinen Patch. Aber ja, wir kriegen tatsächlich nicht den Glaubensturm, sondern wir kriegen den Turm des Sieges bei Lash. Also hat da kein Interesse dran, auch mit der Änderung. Sondern möchte die zusätzliche Attack Speed haben. Das hat sich nicht geändert. Auf der anderen Seite sehen wir eben Speerkämpfe unterwegs, weil die Militärschule ja da ist und Pineapple produziert. Und da kommt das Zwillingsminarett mit seinen Bärensträuchern dann nach und nach. Wobei, das wird noch dauern, bis die auftauchen. Also ja, wir haben das Early Game soweit. Zwischen den beiden. Da haben wir eben die Moschee. Da wird trotzdem, die Heiligkeit wird schnell eingeworfen, weil das Upgrade ist trotzdem sehr mächtig. Dass man sich schnell das Gold dazu holt. Und natürlich theoretisch auch zu einem geweihten Sieg lossteuern kann. Die Option hat man, wenn das in die Sperrkämpfer sorgen für ein bisschen Ärger. Da kommt ein Schießstand für dann die erste Verteidigung, für die ersten Bogenschützen für Lash. Auf der anderen Seite wird der Speer noch ein bisschen angepiekst. Und wir haben bereits den ersten Meteor, der kommt. Dass man möglichst schnell dann noch den Aura-Bonus mit dabei hat für die Einheiten, die bisher existieren. Währenddessen haben wir den ersten Bogenschützen in Produktion für Lash. Und entsprechend die Sperrkämpfer ziehen sich auch sogar, die wissen, langfristig wird das ungemütlich. Dann auch das ganze Upgrade-Paket, Delhi-typisch,
wird das hier nach und nach erforscht. Und ich hoffe, dass wir die neue Einheit, beziehungsweise die angepasste Einheit zu sehen bekommen. Wäre ziemlich schön. Tatsächlich, was sich grundsätzlich geändert, was ich jetzt von meinem Blick über Ladder Games gesehen habe, es werden deutlich mehr Mongolen gespielt. Also die Anpassung hat die Mongolen auf jeden Fall ein bisschen populärer gemacht im Vergleich zu vorher. Die Franzosen sieht man auch noch recht häufig, welche Überraschung. Weil die sind halt auch immer noch ziemlich gut. Bin mal gespannt, wie sich das noch weiter entwickelt. Okay, wir kriegen den Stall. Das heißt, die Möglichkeit ist da, dass wir die Einheit dann bekommen. Ja, dass die Sperrkämpfer bekommen ein bisschen Ärger mit dem ersten Bogenschützen. Zweiter wird gebaut. Währenddessen Heiligkeit macht Fortschritte, dauert aber noch. In dem Fall 1 Minute 20 Sekunden. Es sind ja die zwei Gelehrten da, die man die letzte Zeit eigentlich ständig am Start hat. Auf der anderen Seite gibt es einmal die Kasane. Es steht in die Schmiede. Das heißt, beschleunigte Produktion hier im Einsatz. Die Bärensteuer werden weggesammelt. Und die Osmanen belagern hier immer noch ein bisschen. Aber mit dem Bogenschützen zu Hause sollte man das in den Griff kriegen. Stall ist da und da kommt er. Der Ghazi-Plünderer. Also Raider einfach auf Plünderer. War mir nicht sicher, ob sie es einfach so besetzen. Die Besetzungen sind da manchmal ein bisschen eigen. Ja, man sieht auch schon seinen Streitkolben, den er in der Hand hat. Auch schon im Icon. Ja, und das ist das Ding. Eben ähnlich wie ein Reiter, aber einfach rund ein bisschen massiver. Und wie man sieht, er macht Bonusschaden sowohl gegen Reichweite als auch gegen schwer gepanzerte Einheiten. Das skaliert auch entsprechend mit der Zeitalterstufe. Also es fängt auf 2 an und erhöht sich dann auf plus 4. Darf eben eine 2 Sekunden Angriffsgeschwindigkeit, also ein Angriff alle 2 Sekunden, der da passiert. So, wir haben bei den Osmanen das Upgrade für die Sperrkämpfer. Jetzt ist erst die Kaserne da. Das geht ja in der Militärschule nicht. Militärschule stattdessen steuert einen weiteren Militär mit dabei. Shishan haben wir da auch mit dazu. Und nächste Militärschule kommt. Also, ja, die Osmanen. Das mit der Armee funktioniert immer parallel. Das läuft immer nebenbei. Und wir haben jetzt den Imam auch mit dabei. Das sind die zwei Imame, die da mit der Heilung auch unterstützen können. Also dafür gab es den Visierpunkt. Und wir haben hier, ja, wir haben jetzt auf beiden Seiten die speziellen Reiter. Einmal die Sipahi und einmal die Ghazi. In dem Fall Sipahi lief da einmal mitten durch. Killstainisch gab es noch nicht viel. Ich glaube, die 750, das war einfach ein Cancel auf Gebäude. Ich habe jetzt noch nicht irgendwie gesehen, dass so viele Einheiten gestorben werden. Ja, man sieht, die Belagerung, beziehungsweise die Übernahme der geweihten Städte, würde sich Lersch natürlich wünschen. Seine Einigkeit ist inzwischen da. Aber das Ding muss er erstmal erobern. Das heißt, wir sehen seine Reiter erstmal im Kampf. Wir haben trotzdem, man sieht auch noch eine Lanze, wenn sie am Chargen sind. Aber dann jagen sie die Gegner daher mit den Streitkolben und versuchen die Gegenstände kaputt zu kriegen. Die Bogenschützen nutzen die Fläche aus, um währenddessen weitere Snipes zu machen. Und der erste Kampf läuft richtig gut hier für Lersch. Räumt einige Einheiten weg. Er mit her kämpft natürlich nicht. Die Imame hier mittendrin, ja, sie stehen halt mit rum, aber sie helfen nicht wirklich, muss ich sagen. Sterben hier sehr schnell. Also kein guter Kampf hier für die Osmanen. Lersch kann sich die Mitte erobern und damit auch die geweihte Stätte einnehmen. Währenddessen sein Gegner da ein bisschen sich auch eingewollt hat. Also der erste Kampf mit den Einheiten hier lief sehr, sehr gut. Und die Gelehrten können sich auch hier noch mit der Heilung um die Einheiten kümmern. Die Ghazi-Plünderer auch noch instand setzen. Dann kommt die Holzpalisade um die geweihte Stätte. Also die erste ist eingenommen von dreien. Das erste bisschen Gold kommt da an für Lersch, ohne dass er was dafür tun muss. Ansonsten weitere Upgrades folgen. Auf der anderen Seite gibt es mehr Sperrkämpfer, mehr Sipahi, mehr Bogenschützen. Militärs sind noch mit dabei. Also ein weiteres Militär soll aufgebaut werden. Und die Verluste sind immerhin für die Osmanen nicht ganz so tragisch, weil eben mit den Militärschulen immer wieder Einheiten nachkommen. Weil da hat er erst 2 Stück. Also es ist jetzt noch nicht die Welt, was da abgeht. 30 zu 28 Dorfbewohner. Aber die geweihte Stätte mit dem Besitz für Lersch. Somit sieht es für ihn economy-technisch eigentlich sehr solide aus. Sitzt in dem Minutenvergleich. Schwingt natürlich aktuell auch noch viel hinterher, je nachdem, wo man gerade die Nahrung sammelt, ob man gerade am Weiterwandern ist. In dem Fall werden hier die ganzen Schafe aufgesammelt bei Lersch. Die Bärenscheu hat er sich nämlich schon geschnappt. Bei seinem Gegner gibt es immer noch die Bärenscheu, die wiederkommen vom Zwillingsminarett. Aber auch da werden die restlichen Schafe aufgesammelt und hier Belagerung an der Mitte. Geweihte Stätte wird nicht aktiv verteidigt. Die Truppe von Lersch hat sich vom Wind zurückgezogen. Sortiert sich jetzt aber doch nochmal neu. Also sie ist nicht weit weg. Kauft quasi gerade ein bisschen Zeit dank der Palisade. Bogenschützen stellen sich dann rein. Aber es gibt jetzt auch Bogenschützen auf der anderen Seite. Beide haben einen Aura-Bonus mit dabei. Auf der einen Seite ist es eben der Turm des Sieges. 20% mehr Angriffsgeschwindigkeit. Auf der anderen Seite, je nachdem, was der Meteor drin hat. Der Meteor ist auf Fernkampfrüstung. So ein bisschen tankier sein gegen die Bogenschützen. Währenddessen der Gelehrte versucht, die nächste geweihte Stätte einzunehmen. Und damit soll es den Kampf geben. Aber es ist sehr, sehr schwierig. Man muss durch eine Engstelle durch. Der Gegner hat die Palisaden, die man ausnutzen kann. Aber Chris ist Slash tatsächlich. Die Angriffsstärke sind des Gegners respektiert, sich erstmal zurückzieht. Der hat aber ebenfalls auch ein paar Dorfbonnets untätigt. Und das letzte Schaf wurde aufgebraucht. Also hier steht jetzt ein ordentlicher Teil Economy still. Und zwar
die Hälfte fast. 15 von 33 gerade unter dir. Jetzt werden sie weitergeschickt. Und zwar zu den nächsten Bärensteuern, dass da was vorwärts geht. Nahrung ist ja jetzt sehr wichtig. Nee, okay, die drehen nochmal ab. Nicht sicher, wo sie jetzt hinlaufen. Okay, zu den Rehen rüber geht's. In der Mitte hingegen wird weiter die Palisade geöffnet und dann auch die geweihte Stätte auf Null gesetzt. In der Zeit schnappt sich Lash die andere. Also er wird bei einer geweihten Stätte mehr oder weniger bleiben. Bei den 125 Gold pro Note, die er da bekommt. Zudem kommen bei ihm da gerade Schmiede-Upgrades ein paar Meter dazu. Er hat Doppelschmiede im Einsatz. Und möchte eben gerade nicht aktiv kämpfen. Aber okay, geweihte Stelle, er hat sie eingenommen. Das hat noch funktioniert, aber die Sipai kleben dran am Gelehrten und können den auch recht problemlos snipen. Da hilft das Hitpoint-Upgrade auch nicht mehr. So viel HP sind es dann auch nicht. Und dann können sich die Osmanen direkt dran machen, auch die nächste geweihte Stelle zu übernehmen. Oder zumindest zu neutralisieren, dass Lash da weiterhin keinen Vorteil draus zieht. Es hat da noch nicht so viel Gold rausgezogen. Tatsächlich schnappt sich hier gerade noch ein Reh. Und nochmal, als er klaut gerade parallel noch so nebenbei die Nahrung mit 4 Speiern, die er insgesamt hat. Und in der Mitte ergreift er wieder Position und schnappt die geweihte Stätte. Er vermeidet den Kampf, läuft vom Gegner da mehr oder weniger weg, lässt den Gegner hin und her laufen. Die geweihte Stätte hat tatsächlich noch gehalten, hat sie noch nichts draufgestellt. Und er schnappt die in der Mitte wieder ein und baut seine Palisade neu, weil das eben auch die Nahrung nebenbei noch ein bisschen klaut. Er hat 3 Rehe weggenommen, das ist die Hälfte des Vorkommens mehr oder weniger. Da wurde schon ein bisschen was davon weggesammelt, aber trotzdem, er versucht einfach rauszuziehen, dass der Gegner nicht mehr effektiv hier Nahrung sammeln kann. Das ist schon nervig, was Lash hier betrifft. Er glaubt, das nächste hier, man sieht die Dorfbewohner, die laufen da hinterher. Aber lange Laufwege sind nicht gut fürs Nahrungseinkommen. Nächste geweihte Stätte ist aktiv. Das ist ein lustiges Spiel. Das Reh liegt jetzt halt deutlich weiter draußen, der Rehkadaver. Und den Frischner, das sich gerade geschnappt, die an den Stamm, er jongliert die einfach weiter und weiter weg. Das ist schon richtig lästig. Da wäre das nächste, das ist erst frisch umgefallen. Das heißt, das könnte man aufnehmen. Und hier gibt es den Kampf. Die Bogenschützen nutzen die Palisade noch ein bisschen aus, um hier zu kämpfen. Fokussen den Meteor. Meteor kassiert einiges an Schaden. Man hat gesehen, die Fernkampfrüstung hilft, aber er stirbt trotzdem. Sein Kollege übernimmt den Buff dennoch. Also es geht weiter mit dem Bonus, den man damit dabei hat. Nach wie vor ist es die Fernkampfrüstung. Jetzt geht der Kampf direkt aufeinander. Wir haben eigentlich 15 Gazi-Plünderer am Start. Sind das wirklich alles? Sieht nach so wenig aus. Sie beißen auch einige mit hier mit 8 Stück. Bogenschützen 18 zu 11. Also wenn die gesamte Armee von Lash hier ist, sollte es ja echt größer sein. Aber wo ist dann die restliche Armee? Da hinten steht noch ein Trupp, der hier gerade nicht mitkämpft. Weiterhin die Schlacht läuft auf der geweihten Stätte. Heilung ist mit dabei für Lash. Also es sind hier und da ein paar Gelehrte, die noch mitheilen. Somit der Kampf zieht sich ein bisschen länger. Trotzdem der Meteor, seine Rüstung hat auch einiges gebracht. Das sind viele Bogenschützen, viele Pfeile sind geflogen. Und alle Pfeile werden deutlich reduziert im Damage. Also man hat einiges weggetankt. Reinforcements kommen für Lash aber mit an und damit kann es den Gegner wieder raustreiben. Geweihte Stätte hat sich dann nicht geändert, weil eben auf der Fläche gekämpft wurde. Am Ende Reinforcements kommen zwar auch für den Osmanen-Spieler hier mit an, aber ist hier nicht ganz genug, um das nochmal weiterzuführen. Muss ich erstmal wieder sammeln mit der nächsten Truppe Reinforcements. Weitere Schmiede-Upgrades folgen. Wir nennen uns da alles auf Stufe 1 bei beiden Spielern. Dorfbewohner Tennis 39 zu 38. Palisade wird nochmal geschlossen. Bogenschützen schaffen das und können das nochmal ausnutzen, um hier die Sipai eventuell zu erledigen. Die sind schon sehr, sehr angeschlagen. Denen geht es nicht mehr gut. 4 Einheiten mega low in den Hitpoints und die Heilung fehlt natürlich dadurch, dass die Imame relativ früh gesniped wurden. Man sieht gerade die Dorfbewohner laufen bis hier raus, um Rehe zu sammeln. Das ist schon ein Elend. Also das bremst wirklich hart aus. Und die Nahrung fehlt dann wiederum an Einheiten zu bauen. Es werden konstant Einheiten gebaut. Es ist absolut kein Weg in die Ritterzeit gerade unterwegs. Beide pumpen immer noch massiv Einheiten. Militär 30 zu 33. Wieder mal Arbeit an der Palisade. Aber mit nur so wenig Sipai passiert da gar nicht mal so viel. Das mit der Nahrung ist schon anstrengend hier. Ist schon sehr, sehr anstrengend. Sieht dann das nächste, die Bärensteuer hier stappen. Das scheint auch das nächste Ziel zu sein. Da kommt noch das Nahrungsupgrade, die Hortikultur. Währenddessen die geweihte Stätte wurde dann doch neutralisiert. Da hat sich dann Lash auch nicht weiter darum gekümmert. Er sammelt weiter noch die Nahrung nach Hause. Auch seine Dorfbewohner wandern jetzt weiter. Muss weiter raus für weitere Nahrung. In dem Fall hier Bärensträucher und eventuell dann auch hier die Rehe, die man sich noch schnappt. In der Mitte hingegen wird gleich wieder gekämpft. Wieder mal die geweihte Stätte hier. Palisade ist an derselben Stelle wieder offen. Wieder Sipai versus die Gazi-Plünderer. Gazi-Plünderer sind deutlich mehr. Zumindest an diesem Kampf gerade. Der Meteor trommelt immer noch hinten dran, gibt immer noch die Fernkampfrüstung Bogenschützen 24 zu 17. Und auch wieder die Heilung mit dabei hier für Lash. Also sollte sich, je länger der Kampf geht, umso besser durchsetzen können. Schmiede-Upgrades hat er fast alles auf Stufe 1. Sein Gegner hat schon alles auf Stufe 1. Da ist Lash ein kleines bisschen hinten gewesen, aber trotzdem mit der Masse hat er genügend Kampfkraft, um sich durchzusetzen. Parallel verliert er aber die ersten Dorfbewohner. 5 Kills bereits auf die Economy. 6. Kill passiert hier gerade. Und das, diese mega angeschlagene Sipai, die es doch noch irgendwie schaffen, weiter Damage zu machen. In der Mitte konnte sich Lash zumindest behaupten, seine eigenen Reiter gehen weiter nach vorne. Die Gazi wollten ein bisschen mehr, kassieren aber dann an den Speerkämpfer, die dagegen gebaut hat. In der Zwischenzeit wurde die Palisade ein weiteres Mal geschlossen. Die ist wieder dicht. Die Sipai werden verfolgt. Ich meine, der eine Gazi sollte tatsächlich die beiden schaffen. Die haben nicht mehr viele Hitpoints.
Und währenddessen hier das Thema ist jetzt zu Ende, die Dorfbewohner müssen weiterlaufen. Also Nahrung ist immer noch ein kritisches Thema, auch für Lash. Wie man sieht, sein Nahrungseinkommen ist jetzt ziemlich gecrashed, weil die Dorfbewohner da nicht mehr arbeiten konnten. Jetzt haben wir jetzt hier noch die Reste weg von den Rehen, die er geklaut hat. Hätte dann hier die nächsten Rehe. Aber das muss er halt gesichert haben, dass er da weiter sammeln kann. Wir sind bei 39 zu 46 Dorfbewohnern. Das sieht für Lash gar nicht so toll. Was Lash massenhaft hat, ist anscheinend Armee einfach. 47 zu 22. Er hat doppelt so viele Bogenschützen wie sein Gegner. Da liegt eigentlich die Hauptmasse drin und er hat mehr und mehr Gelehrte auch. Weil immer noch ein bisschen Gold mit reinkommt über die Mitte, über die geweihte Stätte. Kann er sich dann auch weitere Gelehrten leisten. Ja, die Dorfbewohner gehen jetzt gerade wieder an die Arbeit und dann kommen auch prompt die Sipahi wieder vorbei. Es sind ein paar Bogenschützen, aber die sind jetzt nicht so beeindruckend, wenn es gegen Sipahi geht. Einer davon ist schwer angeschlagen, der wird gerade nicht beschossen. Da kommt jetzt der Speer mit dazu. Gut, der Gazi hilft ein bisschen besser. Man sieht, die Bogenschützen tun sich sehr, sehr schwer gegen die Kavallerie. Aber da kommt dann die große Masse. Die erleichtert die Probleme. Währenddessen haben wir hier weit in das Battle um die Reh. Da hat sich Lash immer noch mehr Nahrung geklaut. Also er hört das auch nicht auf. Er nimmt da immer noch mehr Nahrung mit. Er ist da am Multitasken fleißig. Steht aber eben auch ein Schwung an Dorfbewohner. Das 7 insgesamt verloren. In der Mitte geht es wieder weiter. Hier werden wieder die Rehe rausgezogen. Ja. Die hauen wieder mit zwei Rehen ab. Und die Sipahi, ja, da wurden im Moment nicht drauf geguckt gegen die ganze Masse. Konnte man nicht beschließen. Die Truppe hat verloren. In der Zwischenzeit wurde aber genügend gesammelt für die imperiale Rüstkammer. Schmiede kommt auch direkt mit dazu. Also da kommt der Switch auf die Ritterzeit. Das gibt aber ein gewisses Zeitfenster für Lash, womit deutlich mehr Militär hier noch einen Push starten kann. Und hat dem Gegner auch sehr viel Nahrung gezogen. Also da kommt Einheitendamage jetzt nicht so viel nach für die Osmanen. Zum aktuellen Zeitpunkt ja 4 Dorfbewohner gerade auf Nahrung zu 26. Ist ein gewisser Unterschied und die laufen nicht sicher, wo die gerade hinlaufen. Laufen die bis in die Mitte? Laufen die bis zu diesen Bärensträuchern? Es wirkt danach. Also es scheint so der Kurs, weil da hinten ist da nichts mehr Nahrung. Hier ist halt absolut gar nichts. Das ist einfach nur, ja, Holzfläche. Wenn überhaupt, wenn das nicht hier, klaut man auch die Rehe weg. Also Lash versucht alles an seinem Dorfzentrum zu sammeln, sofern wie möglich. Und hier ist, ja, die Bärensteuer. Die sind jetzt sehr, sehr wichtig, aber die muss man erstmal hinkriegen, die muss man erstmal halten können, weil Lash hat nebenan seine Palisade, seine Reinforcements können sie da recht problemlos stapeln. Aber Ritterzeit ist da, Upgrades kommen, Belagerungswaffe kommt ebenfalls, das wird dauern, bis die da ist, aber es ist mal einer unterwegs. Und das ist ein Lash, geht zum Angriff und er hat halt militärisch, er hat fast dreimal so viel im Militär, er hat mehr als doppelt so viele Bogenschützen. Er hat einige Speerkämpfer auch mit drin, er hat seine ganzen Speergutdienste da auch mit rein, die sind jetzt nicht ganz so spektakulär, aber er killt auch einige Dorfbewohner direkt. Somit landen wir bei 5 zu 7 Kills und es sind nochmal ein paar mehr Dorfbewohner in Gefahr. Es wird nochmal ein paar mehr Kills hier geben. 7 zu 7 und damit Dorfbewohneranzahl ist fast ausgeglichen. 45 zu 44. Na, die Upgrades sind halt noch nicht da für die Osmanen. Also will man noch nicht unbedingt kämpfen, wenn es nicht gerade sein muss. Problem ist, das kostet immer noch mehr Dorfbewohner. Slash macht richtig krassen Economy-Schaden. Die ganzen Dorfbewohner waren gejagt, können nicht vernünftig arbeiten. Die Bogenschützen trotzdem ballern um sich, kriegen auch den Meteor weg. Das heißt, der Bonus fällt gerade auch mit auseinander. Ein neuer Meteor wird jetzt gestartet, aber das dauert lange, bis er dazu kommt. Die Dorfbewohner konnten ja auch keine Nahrung sammeln. Also das macht den Osmanen jetzt gerade große, große Schwierigkeiten. Ist jetzt weiter rausgewandert für mehr Nahrung. Die Bären schon hinten funktionieren noch, wenn das nicht hier wird gekämpft. Die Sipahi werfen sich nach vorne. Die Gazis sind überhaupt nicht daran interessiert. Die kloppen auf die Militärschule drauf, bis sie merken, okay, die Bogenschützen brauchen vielleicht etwas Hilfe. Die Upgrades sind jetzt drauf. Also man hat jetzt Veteranen-Einheiten. Das macht die Sache ein bisschen einfacher. Währenddessen hat Lash aber auch gesammelt, um selber die Ritterzeit zu erreichen. Spart noch das letzte bisschen Gold an. Der kriegt trotzdem einen ziemlich guten Kampf hin. Einfach, dass gegnerische Militär schon die letzte Zeit nicht so gut ausgebildet wurde. Hier haben wir nochmal einen Snipe auf den nächsten Militär, der frisch dazu kam. Und die Bogenschützen auch kommen noch fast. Also die Osmanen haben jetzt richtig große Probleme. Die Dorfbewohner arbeiten zwar weiter, aber es ist halt ein Militär. 50 zu 1. 50 zu 1 im Militär, das ist nicht mehr schön. Kann er da noch irgendwie was retten? Das Dorf zum Ballert, was das Zeug hat. Die Dorfbewohner versuchen zu fliehen. Es kommen noch Schießscharten mit dazu, das hilft ein bisschen. Die Gelehrten, die Dose wird es auch ein bisschen leichter, wenn keine Heilung mit dazu kommt. Die Bogenschützen, ja, vom Dorfzentrum kann man einiges austeilen. Die Bogenschützen leiden darunter, aber es werden noch mehr Dorfbewohner gejagt. 10 Unterschied jetzt schon, man sieht 21 davon untätig. Also das Elend ist groß für die Osmanen. Hier Lash jagt einfach einen Kill nach dem nächsten. Am Ende zieht er sich wieder aus der Basis raus. Er baut ja selber gerade sein Komplex des Verteidigers. Das sind jetzt auch die ersten Lanzenreiter mit drin, auf die er ein bisschen aufpassen muss. Macht zwar Bonusschaden gegen schwer gepanzert, aber jetzt nicht die Welt. Die haben trotzdem 230 HP. Das sind damit kein leichtes Ziel. Die Bogenschützen warten ein bisschen hinten abgestellt. Sperrkämpfer kommen dann mit dazu. Aber Lash hat auf jeden Fall einen riesen Vorteil. Ist immer noch militärisch weit vorne und zeitaltertechnisch gleicht jetzt dann alles aus. Wobei es ein Daily-Upgrade, das wird ein bisschen länger dauern. Ja, 5 Minuten für die Bogenschützen auf Veteranen und für die Gazi-Plünderer sind es auch 5 Minuten. Also es liegt ein bisschen Zeit dazwischen. Wie viele Gelehrte hat er in der Moschee drin? Hat überhaupt. Ne, er hat überhaupt keine Gelehrten in der Moschee drin. Das erklärt, warum das alles so ewig dauert. Der Komplex des Verteidigers. Das war. Welche Upgrades hatten wir? Was ist das TP-Upgrade?
Das ist der Brandschutz, den sie dazu holt. Genau, keine Anforderungen an Gebäude und Kaiserzeit ignorieren. Drum wird da einfach mal alles durchgereiht und wird dann früher oder später irgendwann mal fertig. So, Gewaltestätte soll dann doch wieder neutralisiert werden. Die Bärensträucher, sie halten noch. Problem ist halt, die Ökonomie von den Osmanen ist angeschlagen. Er hat trotzdem die Produktion. Er hat trotzdem die Militärschulen im Einsatz. Deshalb kommt einiges dann trotzdem nach. Da kommt jetzt noch eine eigene Moschee mit dazu. Er hat 4 Militärschulen. Also es kommen trotzdem Units. Es kommen halt nicht sonderlich viele, ist das Problem. Die Lanzenreiter versuchen jetzt ihren Job so gut es geht zu machen. Hier die Gewaltestätte wurde jetzt eingenommen. Da werden auch die letzten paar Rehen noch aufgesetzt. Und er hat sich mit den professionellen Spähern, hat er einiges an Nutzen rausgezogen. Also seine Dorfmann ist echt noch eine ganze Weile beschäftigt. Das war seine Nahrungsversorgung. Gott, das Upgrade-Paket. Er hat 11 Upgrades unterwegs. Also innerhalb der nächsten 5 Minuten geht einiges voran. Es wird halt noch ein bisschen dauern. Da ist auch schon der erste Kriegselefant gebaut worden. Ja, das sind die Lanzenreiter, aber schlagen sich doch Einheiten durch. Sind trotzdem sehr stark gelitten. Einer geht drauf. Sperrkämpfer sind dann noch eine etwas größere Herausforderung. Gewaltestätte, das soll das Ziel sein. Palisade ist offen. Die Sperrkämpfer muss man noch loswerden. Und das Lash chillt erstmal noch zu Hause. Will sich eben weiter ausbauen. Und jetzt noch eigene Lanzenreiter mit dazu. Baut mehr Sperrkämpfer, baut Armbrustschützen. Ja, das sind die Lanzenreiter. Sie könnten jetzt auf die Gewaltestätte und die neutralisieren. Da steht nochmal ein kleiner Trupp. Man hat ein bisschen zerstreut. Neue Meteor ist da. Mange ist jetzt mit dabei. Das hilft gegen die Bogenschützen, die noch da sind. Und dann auch gegen Armbrustschützen, die mit dazu kommen. Und das sind damit ja auch die ersten Janitscharen, die bereits gebaut wurden. Also die Truppe wächst dann auch wieder. 23 zu 49. Aber der Nachteil ist immer noch ziemlich ordentlich für die Osmanen. Kann die Produktion der Militärschulen das aufholen? Insgesamt, die Zeit spielt ja trotzdem ein bisschen Flash, weil seine Economy so viel besser ist. Naja, ist fraglich, was können die Osmanen machen mit dem Zeitfenster? Okay, da, wenn da kommen wir Dorfbrunnen entgegen, das könnte vielleicht was werden. Die Mangel wäre nicht weit weg. Problem ist die Vision dafür da? Ne, die Vision hat er nicht. Er sieht das gar nicht erst, dass hier komplette Bergfried hochgezogen wird. Dafür klaut man sich hier einmal die Reliquie. Das ist etwas. Die Gewaltestätte wird weiterhin auf Null gehalten. Da kommen aber noch mehr Sperrkämpfer angelaufen. Die Pixen haben wir drauf, machen einen weiteren Kill auf den Lanzenreiter. Die Mitte hingegen wird von Lash gehalten. Da knallt eben den Bergfried da oben drauf. Ich meine, da kommt auch Dorfbefestigung. Also da hat er quasi dann auch ein zweites Dorfzentrum, was seine Wirtschaft dann noch mehr stärker werden lässt. Dann seid ihr die Bärensträucher. Ja, nur noch eine Frage der Zeit, bis der auch weg ist. Da wird dann die Goldader draußen gesammelt. Die kleine Goldader zu Hause, die ist schon leer. Die nächste steht aber eigentlich nebenan. Die wäre jetzt nicht so schwierig zu erreichen. Und ja, wir haben da eine zweite Mange mit einer dritten unterwegs. Der Bergfried ist fertig. Wurde jetzt auch, ja, herausgefunden, dass der da ist. Der Lanzenreiter ist dran eingegangen. Und hier sollen dann noch weitere Steine gesammelt werden für nochmal einen Bergfried. Gilt ja auch für alle. Bergfriede sind gut in dem Fall. In dem Fall jetzt nochmal billiger, aber trotzdem teurer. Der Komplex des Verteidigers eben, da kommen die 20% dazu. Und ja, der Dorfbefestigung noch 2 Minuten, also es dauert aber noch ein bisschen. Die Mangen schieben sich in der Mitte voran. Oh, wenn die da die Masse kriegen, könnte richtig wertvoller Treffer werden. 64 zu 38 Militären, die Mangen, sie sind auf Kurs. Hat Lash das auf dem Schirm? Er sieht sie jetzt auch. Oh ne, er reagiert nicht rechtzeitig. Das heißt, er frisst richtig hart Damage. Und prompt ist es 40 zu 58. Also, ja, so holt man auch auf. Die Mangen machen einen guten ersten Job. Und genau sowas brauchen die Osmanen gerade, um sich in diesem Spiel besser zurechtzufinden. Wirtschaftlich 49 zu 61. Weil der Chat ist immer noch auf Null. Der Bergfried wird komplett befüllt. Baut sich eine Rottenstellung mit dazu. Währenddessen haben wir unten die Dorfbauern jetzt auf Wanderschaft, weil die Bärenscheu komplett aufgesammelt wurden. Weil der Chat hat dann doch wieder ein bisschen zum Lash. Aber den in der Mitte hat er nicht. Und ein Plünderer hat das gerade zu spüren bekommt, dass hier doch einiges an Feuerpower rumsteht. 65 zu 47. Und noch Belagerungsfachkenntnis. Da kommen die weiteren Schmiede-Upgrades. Bei Lash, okay, jetzt kommt Lash Upgrade-Paket. Jetzt wirklich ein Punkt nach dem anderen wird jetzt hier fertig. Und auch 2 Schmiede-Upgrades. Das heißt jetzt mit. Ja, ist sogar besser als der Gegner gerade in den Upgrades. Dann kommen jetzt noch die Wirtschafts-Upgrades Stufe 2. Und Veteranabgefühl Sperrkämpfer kommt noch. Und die Elefanten sind auch mit drin. Und die Armee. Okay, es geht einfach hier draußen los. Es ist mit der Bergfried nicht mit im. Doch, es ist erst am Rande noch involviert. Die Rotenstellung schießt mit rein. Und hier mit einer weiteren Runde. Beide Mangen werden sehr schnell ausgeschaltet. Der Kampf hier vorne läuft trotzdem. Fernkämpfe für Lash, aber ballern da ordentlich raus und zerlegen die Frontline des Gegners. Die Janitscharen geben da ihr bestes. Militärisch sieht das für die Osmanen aber nicht so prickelnd aus. Man muss sich da weiter rüberziehen. Wieder die Rotenstellung hat nochmal einiges da gemacht. Die nächste Mangel kommt hier mit angefahren. Aber die Truppe sieht nicht mehr so sportlich aus. Und wenn ich hier nochmal kämpfen möchte gegen die Elefanten, die halt immer noch 700 plus Hitpoints haben. Also die Elefanten sind noch richtig große Tanks, die man nutzen kann für diese Schlacht. Und hinten sogar nochmal reingekrätscht und auch die letzte Mangel ausgeschaltet. Also da ist gerade nichts mehr da von den Belagerungswaffen.
Es kommt eine neue, aber das dauert. Trotzdem, die Osmanen verlieren auch den Kampf. Damit hat Lash die bessere und bessere Position. Das Militärisch wieder weit vorne. Es kommt immer noch mehr Upgrades für ihn. Und er hat jetzt eben ein zweites Dorfzentrum. Er hat den Berg wieder jetzt mit Dorf befestigen. Also er kann einfach seine Wirtschaft noch krasser aufpumpen als bisher schon. Hier geht es in den nächsten Kampf. Man sieht die Heilung mit dem Einsatz und das Militär in Violett ist nicht genug. Und somit haben wir dann auch Delhi abgehakt. Wobei wir nicht genau die Sachen, zumindest wir haben die Einheit gesehen, die sie jetzt haben. Ja, der ist Partie abgeschossen, flackert aber noch. Ich glaube, das ist, liegt ein bisschen, wenn Highground da ist. Das ist, glaube ich, so der Hintergrund, warum das so rumbackt. Gut, was uns jetzt noch fehlt, sind natürlich die kleinen Änderungen von ein paar anderen Zivilisationen, die wir schon hatten, aber bevor der kleine Patch durchkam. Aber da lege ich jetzt nicht, weiß ich, da mache ich mir jetzt keinen so großen Stress. Wenn ich da Zivilisationen finde, die das betrifft, weil es betrifft auch nicht alles, betrifft 6 von den 10. Also es ist ein bisschen geringer und ein paar davon haben auch schon ausgecheckt. Aber ja, ich werde mir ab hier einfach ein paar Games suchen, die ich so rundum interessant finde, nicht unbedingt aufs Matchup an sich schauen und hier einfach, ja, Lash. Die Anfangsphase war nicht ganz so optimal, dann als er die Dorfbewohner verloren hatte, war es tatsächlich etwas mies für ihn, aber konnte den Schaden dann mehr als zurückgeben, er hatte dann einfach deutliche und bessere Militär. Man sieht das auch in der Masse und der Crash auf Null und sich davon zu holen, ist sehr schwierig. Die Osmanen machen da einiges wieder gut, dank Militärschulen, aber auch am Ende der Kampf war dann bei weitem nicht genug, Lash war dann viel zu weit vorne und somit muss man das Game dann auch nicht noch weiter spielen, weil das hätte auch nur noch zu einer Niederlage geführt. Lash hatte da schon eine riesige Führung dann nach dem nächsten gewonnenen Kampf. Gleiches Zeitalter, noch mehr Upgrades unterwegs. Und eben mit Dorfbefestigung wäre die Wirtschaft auch weiter gewachsen. Also ja, gutes Game von Lash hier. Wie gesagt, wer sein Gegner ist, keine Ahnung. Ich konnte keine weiteren Infos dazu finden. Ist aber so in den... Er ist, glaube ich, schon in Eroberer 3. Aber genau weiß ich jetzt auch nicht, wo sein Status war. Aber gut, das war's mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.